Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Version vom Frozen Money Glitch zeigen. Ja, es hat sich eigentlich nur ein Step geändert, aber dazu kommen wir auf jeden Fall dann gleich. Ja, was braucht ihr dazu? Ihr braucht auf jeden Fall Save Wizard und dann braucht ihr noch das Save Game. Das Save Game werde ich euch natürlich dann in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch dann ganz einfach runterladen. Und ja, wenn ihr dann das Save Game habt, dann können wir eigentlich jetzt auch schon direkt losstarten. Fügt das Save Game dann einfach auf die PlayStation hinzu. Dann geht ihr auf die Verwaltung der von angewendeten gespeicherten Daten. Gespeicherten Daten im Systemspeicher. Dann gehen wir auf Löschen. Und dann löschen wir einmal den Autosave raus. Ja, das Profil, das können wir auch rauslöschen. Also ihr könnt alles rauslöschen bis auf den Spielstand. Dann gehen wir wieder zurück. Gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät. Den Systemspeicher kopieren. Und dann kopieren wir diesen gemoddeten Spielstand auf unsere PlayStation. Haben wir das dann gemacht? Können wir dann GTA starten? Sind wir dann im Story-Modus angekommen, werdet ihr sehen, dass wir mit dem gemoddeten Auto spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir gehen auf Options, auf Online und starten eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Sind wir dann in der Open Lobby angekommen? Ja, müssen wir jetzt so 10 bis 15 Sekunden uns in der Lobby uns einfach aufhalten. So haben wir das dann gemacht. Gehen wir auf Options, Online und dann gehen wir auf GTA Online verlassen. Sind wir da jetzt im Story-Modus angekommen, werdet ihr ja, als Superheld spawnen. Habt ihr alles richtig gemacht. Als nächstes, ja, sucht ihr euch einfach, begibt euch einfach zu irgendeiner Peyote-Pflanze. So, ich habe mich jetzt hier unten am Flughafen begeben, dort einer Peyote-Pflanze. Dort könnt ihr hingehen, aber ihr könnt auch jede andere Peyote-Pflanze benutzen. Nur wenn ihr nicht wisst, wo eine ist, könnt ihr sehr gerne dorthin. Dann einfach Steuerkreuz nach rechts. Dann werden wir so ein, nach einer Weile so einen milchigen Hintergrund bekommen. So, wir warten einmal 2-3 Sekunden, bis der Charakter ein paar Meter gelaufen ist. Drücken dann nochmal Steuerkreuz nach rechts. Dann werden wir nochmal einen milchigen Hintergrund bekommen. Ist der milchige Hintergrund da? Gehen wir auf Options, Online. Jetzt kommt der Step, der sich einmal geändert hat. Und zwar müssen wir jetzt einen Freund finden, dem wir zuschauen können. Okay, hier klappt das schon. Spieler zuschauen. Wenn ihr einen Spieler gefunden habt, den ihr zuschauen könnt, einfach beitreten. Die Details der Sitzung werden abgerufen und ihr werdet merken, dass ihr nicht weiterkommen werdet. Ihr geht dann auf Rockstar Editor und in dieser Meldung bleibt ihr genau 15 Sekunden, ja 15, 16 Sekunden. Nach 15, 16 Sekunden werdet ihr einfach X drücken, dann der Sitzung beitreten. So, wir werden dann beim Freund im Job landen, falls er jetzt einen Job spielen sollte. Ist überhaupt kein Problem, dann einfach den Job verlassen. Falls jetzt der Fall sein sollte, dass ihr unendlich lang im in den Wolken hängen bleibt, liegt es entweder daran, dass ihr zu schnell auf den Rockstar Editor geklickt habt. Das heißt, ihr müsst wirklich 15, 16 Sekunden warten. Oder der Freund hat in der Zwischenzeit die Lobby gewechselt. Das kann auch ein Grund sein. Wenn ihr in der Lobby gespawnt seid, werdet ihr merken, dass ihr mit einem random Outfit spawnt. Mit Kopfhörern. Und den Checkerboard-Schuhen ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, jetzt werdet ihr auch sehen, dass ihr ein bisschen levelt, aber keine Angst, die Level, die gehen dann hinterher wieder zurück. Und ja, jetzt seid ihr auf jeden Fall schon im Frozen Money und jetzt könnt ihr euch so viele Deluxes in die Garage kaufen, wie ihr wollt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch da auch dann nur Deluxes zu kaufen, weil wenn ihr da eine Kleinigkeit falsch macht, kann es wirklich sein, dass eure Autos oder so dann gelöscht werden. Deswegen, auch wenn ihr jetzt im Frozen Money seid, am besten keinen Job und nichts beitreten. Ja, ich kaufe mir jetzt einfach gerade hier einen Deluxo, einfach den Deluxo reinkaufen. Habt ihr das dann gemacht? Habt ihr dann genug Deluxos dann euch dann gekauft, die ihr auch haben wollt? Dann geht ihr einfach auf Stil, einmal das Outfit wechseln, so dass ihr gelbe Lagerschnecke unten rechts bekommt. Und dann gehen wir einmal auf GTA Online verlassen. Im Story-Modus angekommen, starten dann eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. So, seid ihr wieder im Online-Modus angekommen, geht in diese Garage rein, wo ihr gerade die Deluxes gekauft habt. In meinem Fall war das hier die Dreier-Garage. Und ja, jetzt müsst ihr das Auto, beziehungsweise die Autos, je nachdem wie viele Autos ihr euch geholt habt, die einmal umstellen. So, ich stelle den Deluxo jetzt einfach auf jeden Parkplatz einmal. Habt ihr das gemacht?
habt ihr das dann gemacht, dann ja, tut ihr einmal das Outfit nochmal wechseln, dann geht ihr auf Options, auf Online und auf GTA Online verlassen. Ich schließe dann einmal GTA und starte dann eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und wenn ihr wieder spawnt und in die Garage reingeht, werdet ihr sehen, dass die Deluxes dastehen und dann ja, könnt ihr die Deluxes ganz einfach verkaufen. Ich verkaufe jetzt meine Deluxe auch jetzt gerade. So, einfach damit in LS Customs reinfahren und das Fahrzeug dann verkaufen. Das sind jetzt bei mir 2,129 Millionen, die ich jetzt dafür bekomme. Und ja, wie gesagt, seid da wirklich sehr, sehr vorsichtig bei dem Glitch. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.